Seit Beginn der Corona-Pandemie steht Jena Wirtschaft den Unternehmen in der Region mit umfangreichen Unterstützungsangeboten zur Seite. Zum Tagesgeschäft der Wirtschaftsförderungsgesellschaft im Corona-Modus gehören seit Wochen ein verstärkter Wirtschafts- und Fachkräfteservice sowie ein noch besseres Standortmarketing. Das ist aber noch lange nicht alles. Als es losging, haben wir sofort gehandelt. Wir haben eine Hotline für die Jena Unternehmen oder allgemein für die Einrichtungen der Stadt aufgestellt. Da konnten die Unternehmen uns anrufen zu allen Belangen. Das waren 800 Anfragen in den letzten Wochen. Wir haben dann irgendwann aufgehört zu zählen. Ganz viele Anfragen natürlich zum Thema wie Allgemeinverfügung, wie es heißt. Ein Wort, das wir bisher nicht so kannten, auch die Unternehmen nicht. Aber was natürlich große Auswirkungen hat. Auf dem Land, auf Landesebene heißt es Eindämmungsverordnung, ganz neue Vokabularien. Und da haben wir natürlich viel zu beraten und informiert, was das jetzt bedeutet. Was bedeutet es, ein Hygienekonzept für Unternehmen aufzustellen? Was bedeutet die Kontaktbeschränkung für die Unternehmen? Was bedeutet ein Risikogebiet, wenn jemand aus diesem zurückkommt? All diese Fragen und noch viele mehr haben wir für die jener Unternehmen geklärt und dann auch dazu beraten. Eines dieser Unternehmen ist der Mewa Textilservice in Burgau. Die Firma beliefert nicht nur Kunden in Jena, sondern auch Kunden, die in von der Stadt ausgewiesenen Risikogebieten leben. Durch die Hilfe von Jena Wirtschaft und die Abstimmung mit dem Rechtsamt der Stadt wurde eine Einzelverfügung erarbeitet, um die Lieferketten aufrechtzuerhalten. Außerdem wurde das Textilunternehmen von der Wirtschaftsförderung zeitnah über jeden neuen Erlass und die darin bestehenden Maßnahmen informiert. Sodass wir wirklich von heute auf morgen unsere Maßnahmen anpassen konnten. So hatten wir beispielsweise mit dem Erlass, dass die Servicefahrer oder die Mitarbeiter, die in den Krisengebieten, wozu ja auch das Bundesland Bayern gezählt hat, in Quarantäne mussten, schnell reagieren können. Wir haben unsere Servicefahrer direkt mit FFP2-Masken ausgestattet und haben den Innen- und den Außendienst komplett voneinander getrennt. Bis heute haben die Servicefahrer keinen Kontakt zu den Mitarbeitern, die hier am Standort arbeiten. Und so konnten wir wenigstens unsere Kunden ja, bis heute bedienen und darüber sind wir sehr dankbar. Auch die Firma TAF Mobile ist froh über die Unterstützung der Wirtschaftsförderung. Das Softwareunternehmen mit Sitz am Leutragraben beschäftigt sich hauptsächlich mit mobilen Lösungen für Verkehrsunternehmen. Aufgrund der Einreisebeschränkungen gestaltete sich die Personalbeschaffung aus dem Ausland für das Unternehmen sehr schwierig. Mit der Hilfe von Jena Wirtschaft ist dieses Problem nun gelöst. Wir haben gemeinsam Schreiben kreiert für die Bundespolizei in Frankfurt am Flughafen, um den Mitarbeiter einreisen lassen zu können. Die Frau Scheiding hat Kontakte zum Gesundheitsamt hergestellt. Wir haben die Einreise nach Jena uns erstmal über Frau Scheiding geholt. Sie hat unsere Anschreiben einfach auch mal noch mal kritisch überprüft und uns die wichtigsten Tipps auch zum Thema Gesetzeslage gegeben. Somit steht der Einreise des brasilianischen Entwicklers am 21. Mai nichts mehr im Weg. Die beiden Jenaer Unternehmen bedanken sich bei den Mitarbeitern von Jena Wirtschaft für die gute Zusammenarbeit. Sie hoffen, bald den nächsten Schritt in Richtung Normalität gehen zu können.